Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video hier auf Schieb und heute heißt es: Schatz, ich kann dich nicht hören, die Lampe ist zu laut. Und wenn ihr euch jetzt denkt, what the fuck, was hat der eingeworfen, dann bleibt einfach dran, ich schwöre, ich kann das erklären. Heute geht es nämlich um dieses Teil hier und wie ihr schon seht, es ist nicht nur groß, nein, es hat auch noch einen LED-Ring, denn dieses Teil ist nichts weiter als eine Bluetooth-fernsteuerbare LED-Lampe. Mit dem Anschluss, das ist hier ein E27-Anschluss, das heißt, es ist der größere von den zwei gängigen Glühbirnenfassungen. Und wir bekommen nicht nur dieses Teil in der Packung für ungefähr 9 Euro von Gearbest, wo auch sonst. Nein, wir bekommen auch dieses Teil hier dazu. Und das hier verrät schon einiges über die Funktionalität dieser Lampe. Denn wenn wir hier mal den Fokus richtig setzen, sehen wir schon verschiedene Farben, rot, grün, blau, in allen möglichen Abstufungen. Off, on und hier oben einmal hoch und runter. Das steht für die Dimmbarkeit. Denn ja, diese Lampe lässt sich dimmen. Zwar nicht stufenlos, aber trotzdem für 9 Euro extrem cool. Was haben wir hier noch? Wir haben hier einmal weiß. Da steht natürlich klar für, ne, weißes Licht, das Hauptlicht, was man braucht, wenn es einfach mal hell sein soll. Dann haben wir auf der rechten Seite noch Flash, Strobe, Fade und Smooth. Was das bedeutet, das klären wir jetzt gleich. Aber jetzt würde ich erstmal sagen, bauen wir kurz um und ich zeige euch, wie das Ding leuchten kann. So, gute 2 Minuten später sitzt die Lampe in der Fassung und jetzt schalten wir das Ganze doch mal an und wir sehen, es leuchtet kurz grün, dann macht es ein kurzes Geräusch und dann leuchtet es extrem hellweiß. Und deswegen mache ich jetzt die Blende einfach mal ein bisschen kleiner. Und wir hören schon, mein Handy hat sich gerade direkt verbunden. Das ist nämlich der Sound dafür, dass etwas verbunden wurde. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie verbunden, was willst du mir damit sagen? Das Ding hat noch eine kleine Besonderheit, aber die klären wir gleich. Erstmal zeige ich euch, was dieses Teil jetzt tun kann. Das ist die Fernbedienung, man sieht es gerade kaum. Das ist lila, habe ich gerade aus Versehen drauf gedrückt. Ich würde sagen, wir gehen einfach alle Farben mal durch. Hier haben wir rot, grün, blau. Und dann natürlich noch alle möglichen verschiedenen Abstufungen dieser Farben. Ist ganz schön. Ich persönlich nutze weiß am meisten, denn weiß ist einfach sehr hell, wie man gerade schon in der Kamera gesehen hat. Und man kann es auch sehr gut benutzen, um ganze Räume zu beleuchten. Ich hatte das zum Beispiel in der Küche einmal, jetzt in den Ferien. Und da hatten wir keine andere Lampe, also nur diese eine Birne. Es war nicht extrem hell, aber man konnte sehen, was man da gerade macht. Was nachts um 4 schon echt praktisch ist. So, ich habe euch gerade gesagt, das Ding kann noch mehr, als ihr denkt. Hier seht ihr gerade nochmal die Flash-Funktion. Und jetzt mache ich nochmal die Smooth-Funktion an, dann haben wir smoothe Übergänge. Und ja, wir sehen hier schon, das flackert ein bisschen, liegt an der Framerate, mit der ich aufnehme, die offensichtlich höher ist als die Refresh-Rate der LEDs da drin. Aber das soll uns nicht weiter stören, denn wir kümmern uns jetzt um das, was an dieser Lampe wirklich, wirklich besonders ist. Denn das ist nicht nur eine Glühlampe, bei der wir alle möglichen Farben einstellen können, die wir dimmen können und alles Mögliche. Nein, der Titel hat schon gezeigt, das Intro hat es gezeigt, diese Lampe hat nicht umsonst diesen Ring. Dieser Ring kann tatsächlich Musik spielen. Und ich würde sagen, wir packen jetzt mal unser Ersatzhandy aus, verbinden das mit der Lampe und dann hören wir ein bisschen Musik. So, das zweite Handy ist verbunden. NCS ist aufgerufen. Wir hören jetzt einfach mal das neueste Lied von NCS. Welches das genau ist, das könnt ihr in der Videobeschreibung abchecken. Also alle Links zu den Musiken in meinen Videos immer in der Videobeschreibung. Und ja, ich würde sagen, wir legen los direkt mit dem Soundtest. Ich stehe jetzt ungefähr, ja, ich würde sagen, 50 cm weg von der Lampe und versuche mich so wenig wie möglich zu bewegen jetzt während des Tests. Und ja, viel Spaß. Ja, soviel erstmal zu diesem kleinen Soundtest. Was gibt es zur Musik zu sagen? Klar, der Bass lässt natürlich wie immer eigentlich zu wünschen übrig, aber ich denke, das ist klar. Ich habe es im anderen Video schon mal gesagt, diese 9-Euro-Dinger
sind keine 5000 Watt Base Machines. So ist es auch mit dieser Lampe. Denn guck mal auf Amazon, es gibt LED-Lampen, die null Farben anzeigen können. Für, ich weiß nicht, 20, 30 Euro. Das Ding kostet 9 Euro. Für mich also auf jeden Fall kein krasser Nachteil. Die Musik kann man sich auf jeden Fall geben. Ich weiß nicht, wie gut das jetzt mit diesem kleinen Ansteckmikro hier rüberkommt. Hab generell sowieso ein bisschen Soundprobleme momentan. Aber ich kann euch sagen, die Musik, wenn man wirklich davor steht, kann man sich auf jeden Fall mal gönnen. Ist natürlich, ersetzt das keine Musikbox oder sowas, aber als nettes Gimmick für eine Lampe, die im Raum steht und man hat Bock, ein bisschen Musik zu hören, ist es auf jeden Fall genug und auch echt cool. Wie gesagt, die Bluetooth-Verbindung ist unkompliziert aufgebaut, geht auch relativ schnell. Was leider nicht geht, ist, dass man den Bluetooth komplett oder das Bluetooth komplett abschalten kann. Das geht nicht. Was allerdings geht, ist, dass man die Lampe ausschalten kann und einfach nur als Speaker benutzen. Dafür nehmen wir die Fernbedienung zur Hand, drücken auf Off und dann ist das Ganze aus. Und schon sehen wir hier auch ein bisschen mehr von meinem Zimmer. Ja, Gegenlicht ist schon böse, wenn man Videos macht. Machen wir das Licht wieder an. Genau, ja, also der Bluetooth wird direkt aktiviert, wenn man die Lampe einschaltet. Und dann kann man die Lampe direkt als Bluetooth-Speaker verwenden. Das Einzige, was mir an dieser Lampe wirklich nicht gefällt, ist die Reichweite, denn wenn man ungefähr 1-2 Meter schon von dem Ding weg ist oder sich irgendwas dazwischen befindet, zwischen Sender und Empfänger, dann kann es gut sein, dass die Lampe die Signale nicht mehr richtig bekommt. Die Musik wird sehr abgehackt, klingt teilweise echt ein bisschen gruselig, aber wie gesagt, auch das nur ein kleiner negativer Punkt, denn das Ding kostet 8,96 Euro, glaube ich, momentan. Ist eine Lampe, die leuchten kann. Das ist ja schon mal irgendwie für 10 Euro ziemlich cool. Man kann die Farben ändern und sie spielt Musik, sie ist dimmbar. Also von mir gibt es da auf jeden Fall eine fette Empfehlung für jeden, der irgendwie gerade eine Glühbirne hat, die ihm irgendwie kaputt gegangen ist und jetzt auf Ersatzsuche ist, könnt ihr auf jeden Fall zuschlagen. Ich nutze die Lampe relativ häufig, vor allen Dingen abends, weil mein Zimmer nicht so richtig krass beleuchtet ist und da kann man das weiße Licht einfach mal richtig gut gebrauchen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da, man sieht ihn überhaupt nicht, aber lasst ihn auf jeden Fall da. Sonst abonniert auch den Kanal, empfehlt ihn euren Freunden, schreibt einen netten Kommentar oder auch konstruktive Kritik. Genau, und sonst wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, was auch immer. Macht es gut und haut rein. Ciao.